Ja, moin Sie Leute, willkommen zurück bei mir und natürlich Witcher. Ich habe jetzt mal kurz überlegt, ich werde erstmal zum einen hier, meinen Kartensatz mal aktualisieren, weil ich nämlich da auch mal ganz klar hier nochmal ein paar Matches klar spielen wollen würde und natürlich auch gewinnen, ne? Weil das bringt ja so an sich dann sonst nichts, wenn ich hier die ganze Zeit abkacke. Deswegen mal kurz mal ein paar Sachen machen. Zum Beispiel die haue ich schon mal weg. Die bringt mir groß nichts. Den Spion lassen wir drin. Die haben wir dreimal, die haben wir zweimal. Gut, dann haben wir die jetzt auch mal weg. Brauche ich nicht, das auch nicht. 555. Ja, das kann man jetzt erstmal so drin lassen. Weil ich werde nämlich jetzt bevorzugucken, dass ich Heiler Spione drin habe. Weil es sonst hier nicht wirklich viel mehr was bringt. Das war das nochmal. Um die Stärke beide Karten zu verdoppeln. Okay, das passt. Der kann drin bleiben. Schauen wir mal hier. Da ist es der gleiche Effekt. 4-4. 1. Das hier ist Heiler. Ne, oder? Ne, Moralschub. Das hier ist Heiler. Genau deswegen wähle er eine Karte aus seinem Ablagestapel. Deswegen natürlich ganz klar. Ne, das ist eigentlich völliger Schmarrn, der kann auch weg. Alter, wie oft habe ich denn den drin? So, jetzt. Jetzt ist er weg. Heldenkarten habe ich gar keine. Gut, die kann man eigentlich auch mal alles drin lassen. Aber da auch jedes Mal eine weg. Braucht man auch nicht. Ja, finde das ganz gut, kann drin bleiben. So, schauen wir jetzt mal nochmal hier, was wir jetzt hier nochmal alles haben. Müll. Gut, der kann noch rein. Ja, okay, bringt mir gar nicht viel, ich muss die drin lassen. Sonst komme ich nicht auf die erforderliche Kartenlänge. Egal, passt. So, jetzt haben wir das erstmal drin. Und hier bei dem Wirt kann man das gleich mal testen, wie das natürlich hier bei dem überhaupt funktioniert mit Quint. Welchen habe ich jetzt angeredet? Ich suche hier meine Abgetreiber. Hast genug. Okay. Das ist also einer hier, der nach Skelly gefahren kann. Ja, gut, das wollte ich jetzt eigentlich hier gerade nicht wirklich testen. So. Ich bin nicht hungrig. So, schauen wir da jetzt mal, wie es jetzt da gerade aussieht. Jo, das passt so an sich schon. Los. So. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Was nehmen wir denn weg? Ist da zufälligerweise einer von den Schwachen dabei? Nee. Haben wir die weg. Belagerungskarten, Fernkampf. Ach, was, nehmen wir jetzt einfach die. Na toll, jetzt kriegt der Einser. Scheißdreck. Egal. Ja, jetzt hat er natürlich schon mal gerade den Vorteil. Ja, dass ich hier weniger Karten hat wie er, aber das ist erstmal egal. Nehmen wir es mal einfach mal hier. Ja, genau, eine 10. Warte, was ist das hier für ein Kampf? Belagerungskarten, scheiße. Was hat denn der für Karten? Krass. Ja, ich würde meinen, das kann ich fast wieder vergessen, ne? Ja. So. Wurst. Das sollte wohl nicht so sein. Nee. Da muss ich erstmal ganz klein anfangen in den ganzen anderen Sachen. Was wollen wir denn jetzt machen? Genau, eigentlich das hier.
Mätressenliste. So, tingeln wir jetzt einfach mal dahin. Moment, wo ist denn das? Ach, ganz da hinten. Okay. Na dann. Rosmarin und Thymian. Gehen wir halt da mal hin. Oh, das hier wieder hier. Hä? Wollte ich gerade sagen, wo ist denn das alles hin? Sis. Hä? Was für Penner. Okay. Wieder Brötchen, sehr schön. Nehmen wir auch wieder mit. Nee. Schön. Da lang, dort lang. Hey, ei, 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 ei. Ja, war ich deshalb in die Quintkarten mal wann anders. Am besten auswähle ich in Novigrad. Der ist nämlich hier zu hoch. Wie mir gerade den Gegnerkarten gesehen hat. Hüp. Verschlossen. Neue Markierung, Tor des Hierarchen, okay. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Aha, da geht's weiter. So, schauen wir mal. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Lecker. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Klar. Na komm. Hau zu. Ich könnte einen Humpen vertragen. Okay. Das klappt so nicht. Umzingelt ihn! Da. Noch einer. Genau wie in alten Zeiten, was? Als hätten wir Bergen nie verlassen. Och nee. Geil das ist. Scheiße. Ja, sorry. Das war jetzt irgendwie nicht so mein Plan. Also ich glaube, da läuft gerade echt irgendwas falsch. Nee. Gewinnspiele verkackt. Das jetzt verkackt. Hauptsache hier habe ich Level 8, 9 und 10er. Aber 5 Verfolgskampf. Verkack ich. Super. Naja. Das kann auch mal passieren. Ach ja, und auch generell, ich habe ja beim letzten Mal, oder beim vorletzten Mal, weiß ich jetzt gar nicht mehr, erwähnt gehabt, dass ich hier auf schwere Rüstung spielen werde. Nee, werde ich doch nicht. Ich gehe einfach ganz normal hier auf Adrenalin und den jeweiligen Schadensbonus dann dadurch. Also aufs leichte Set. Genau. Da werde ich dann aber auch, sobald ich hier mindestens Stufe 17 habe, was damit anfangen, das ganze Zeug da zusammen zu farmen, dass ich auch mal die Trophy bekomme, hier von wegen dem ganzen Hexer-Ausrüstungsset, bla bla. Ja, genau.
Deswegen werde ich das erstmal so machen, weil bis Level 29 bräuchte ich ja sonst mindestens, um auf schwere Rüstung zu gehen, und das dauert mir eindeutig zu lang. Also, ne. Würde ich dann eventuell bloß den Gegen später wieder umskillen, aber vorerst dann erstmal leichte Rüstung. Das reicht. So, genau. Müsste natürlich nur mal wieder der kleine Ladebalken weggehen. Ja, endlich. Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Ja, perfekt, wenigstens wieder hier. Zeiten, was? Ja, als hätten wir Bergen nie verlassen. So. Geht doch, easy peasy. Fuck, dass die Sicht verkackt hat. Oh Mann. Also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit in der Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber veganisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Ja. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. So, wo ist Rittersporn? Wieso? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Ja, alles klar. Aha, der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz ist so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar. Mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Gut, definitiv da hinten ist was. Yep. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Hä? Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Hä? Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Gute Wahl. Ja, Sultan, bitte. Du willst die Frauen aufsuchen, die Rittersporn in letzter Zeit umgarnt hat? Die dürften mittlerweile recht wütend sein. Hast du eine bessere Idee? Außerdem ist Rittersporn eine Plaudertasche. Bestimmt wissen sie, was er so getrieben hat. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Ja. Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du.
Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Jo, alles klar. Lies Redespons Terminkalender. Ja, schauen wir doch gleich mal. Was war denn das hier? Brief von Fran. Mhm. Das ist was anderes. Das hier ist es. Ich hoffe, das reicht. Nicht, dass ich mir das irgendwie merken muss. Sprich mit Zoltan. Warum? Erfahrungspunkte 400. Jo. Ja, da geht doch noch was. Nee. Das nicht. Ah, da hat die Truhe noch. Nee, doch nicht. Sprich mit Zoltan. Warum? Mach mal. Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Ja. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Okay. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat... Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Hm, wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Krass. An so eine muss ich ausmerken geraten. Kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Genau, genau. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha, von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Finderbeer wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Ja. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt. Wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa La Andre hat ihr Gwieher Zwerg genannt. Guter Name, was? Ihr Vater ist ein Nilfgaarder Adliger in der kaiserlichen Gesandtschaft. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Einen Lehrer, meine ich. Oh Mann, okay. Ja. Nun, ich weiß, das kann jetzt echt heiter werden mit der Mission. So, jetzt haben wir das alles. Wer ist denn jetzt im nächsten dran? Ach nee, überall nur lauern hier.
Ah, genau die hier. Okay, alles klar. Gehen wir doch da mal direkt hin. Zu der guten Dame. Banditen. War ja klar. Einfach so labern ist nicht. Wäre zu einfach. Dim, dim, dim. Lädt. Bitte Ich zahle warten. jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe. Bam. Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Yep. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Ja. Vespula hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Ich. Ich. Mein Preis war besser. Na schön. Mal sehen, ob du ein Schnäppchen oder ein Reinfall bist. Ja. Jetzt alle gemeinsam. Tötet den Monster! Boah, shit. So, mal eine Zwiebel reindonnern. Okay. Na? Bitte, verschone mich. Ihr Schweine! Der Hexer wird euch zeigen. Mama! Du bist so gut wie tot! Der Hexer wird euch zeigen. So. Genau, draußen ist noch der hier. Geht doch. Na, tschüss. Tschüss, hab ich gesagt. Gibt's das auch? Haltet euch! Na, endlich. Wunderbar. Gut, also doch nicht nur quatschen. Alles. Die ganze Arbeit umsonst. Ich war extra neben deinem Haus. Dank mir nicht. Es war nicht der Rede wert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber. Was ich hatte, habe ich alles verloren. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, ich... Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, als... Naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast. Vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan. Verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwänzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann? Keine Woche später fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich hab ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Okay. Danke für deine Hilfe. Hör mal. Wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Super. So, Erfahrungspunkte 120, wieder mehr. Aber trotzdem, was wir noch gucken. Brot, sehr schön, nehmen wir natürlich mit. Das auch. Waldkopfbolzen. Geht auch.
So, was ist da hinten noch? Schweinehaut. Ja, wegen mir. So, meine Rüstung ist beschädigt. Das war jetzt mit dem. Alles klar. Gut. Dann, wo ist die nächste Station? Ah, direkt da vorne. Hä? Okay. Ist das wieder eine neue Mission? Das ist ja merkwürdig. Na dann. Lang lebe ein freies Temerien. An dem soll es ja nicht scheitern. Ach, die Wasserflasche kann man auch gleich hinterher bomben. Ja, also hier. Elihal, servus. Ich bin ein Freund von Wassersport. Also scheint du quatschen? Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. Hä? Kommt als Frau wieder, oder was? So besser? Du bist also... Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Leicht verwirrter Geralt. Er war vollkommen betrunken. Ja. Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Okay. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Okay. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir dann ist der wohl etwas uninteressant. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Genau. Das haben wir jetzt auch. Nochmal 120 Erfahrungspunkte, sehr schön. Es gibt keine Hoffnung mehr für dich. Alles klar, jetzt hier hoch. Molly. Na, die geht auch noch. Neue Markierung. Eieiei. Ja. So. An dem Brett muss ich natürlich auch mal nochmal vorbei. Gibt es auch wieder neue Aufträge. Also hier verläuft sie echt hier. Das ist ja Wahnsinn. Na, wo sind sie denn? Puh, ist echt am Arsch der Heide hier. Ah, da. Ja. Ah, was ist denn hier wieder los? Hi. Lauter Wachen. Oh, das hat dauernd an den Scheißladen muss mittlerweile. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Aha. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin erstaunt, dich hier zu treffen. Ah. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Geralt schon wieder der. Schlechter zahlreicher Monster und meines Sohnes. Du hast recht, General. Mein Besuch ist kein Zufall. Ich suche hier jemanden. Hier hast du nichts zu suchen. Hauptmann, lass diesen Mann nicht rein. Verzeih bitte, Morvran, aber mir ist die Lust auf die Rennen vergangen. Erst den Sohn einer Frau töten und dann an ihrer Tür erscheinen? Ich hab gedacht, Hexer hätten einen besseren Überlebensinstinkt.
Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Ich fürchte, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Molly arbeitet nicht mehr hier. Aha. Du scheinst Molly zu kennen. Und du weißt, dass sie nicht mehr hier arbeitet. Weißt du vielleicht auch, wo sie jetzt ist? Um diese Zeit? Vermutlich trinkt sie Punsch und überlegt, auf welches Pferd sie wetten soll. Mir ist nicht zum Scherzen zumute. Das war kein Scherz. Nach Ayats Tod kam Luisas Neffe, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und als er Molly sah, da... Tja, kurz darauf haben sie geheiratet. Sie warten nun auf sein Erbe. Da der Sohn der Baronin tot ist, geht das Anwesen an ihren Neffen. Und an Dame Laatat, unlängst noch bekannt als Molly. Also gut, wo finde ich die frisch vermählte Dame Laatat? Die gute Molly hat eine neue Leidenschaft. Pferderennen. Soviel ich weiß, hält sie sich gerade bei der Gräfin Wegelbut auf. Und genau dorthin bin ich unterwegs. Da du mir Luisa abspenstig gemacht hast, wie wär's, wenn du mich begleitest? Nee. Ich denke, ich finde schon zu den Wegelboots. Ist gut. Schau doch später mal bei den Rennen vorbei. Ja, ich werde ich auch. Nach dir. Gibt eine neue Trophy. Gut. Das Ding ist also auch fertig. Perfekt. Ach, Trifor ist beim Anwesen der Wegelbutz. Was ist denn hier sonst in der Nähe? Nö, da rede ich doch vorher mal eher noch mit den anderen, würde ich behaupten. Ist besser. Ja, deswegen würde ich dann meinen, gehen wir dann erstmal dahin. Und dann, mache ich an dieser Stelle mal nochmal ein kleines Päuschen und mach dann hier erstmal, was sind da? Da geht's runter. Hier noch erstmal Schluss. Bitte mich natürlich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch was. Haltet die Ohren steif. Ciao und Servus.